Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es diesmal um den dritten Band von Magisterium, der bronzene Schlüssel von Holly Black und Cassandra Clare. Das Buch erscheint heute am 14.10. und ist aus dem One Verlag, kostet 17 Euro. Das hier ist nicht das Buch, das ist das Manuskript dazu. Und das Buch hat 286 Seiten und ja, wie gesagt, das hier ist nur ein Manuskript. Das Buch bekomme ich erst morgen, schätze ich. Ja, aber das sieht genauso aus, nur halt kleiner und als Buch. Es ist der dritte Band, wie gesagt. Heißt Der Schlüssel aus Bronze und ich finde das Buch sehr spannend. Es fängt da an, beziehungsweise in den Ferien an, zwischen dem zweiten und dem dritten Schuljahr. Und ja, Aaron schläft oder wohnt in der Zeit bei Callum. Und ja, sie haben so schöne Ferienzeit und so weiter und müssen dann auf eine Feier, weil sie ja den Feind des Todes besiegt haben und alles gerettet haben und so. Und die Feier finde ich sehr witzig, cool gemacht und ja. Ich möchte natürlich nicht zu viel verraten. Ja, danach gehen sie halt wieder in die Schule. Und Karl wird immer wieder, also man versucht immer wieder, Callum zu töten. Und ja, sie wollen rausfinden, wer das ist und schätzen, dass es einen Spion in der Schule gibt. Beziehungsweise einen Spion, der sie halt verfolgt und Callum umbringen möchte. Und so versuchen die drei mal wieder, Callum zu retten, beziehungsweise ja auch alleine Callum zu retten, weil keiner soll ja wissen, dass er der Feind des Todes ist. Und ja, warum sollte man ihn töten, wenn nicht aus diesem Grund, deswegen sagt keiner was, beziehungsweise denken die anderen, sie wollen ihn töten, weil er eben ein Makar ist. Und weil Aaron auch immer dabei ist, dass sie eben die beiden Makare töten wollen. Und ja, ich belasse das mal so. Nicht, dass ich jetzt noch mehr verrate. Ich finde den Schreibstil immer noch sehr gut. Es ist schwer spannend in diesem Band. Gerade wenn man rausfinden will, wer nun der Spion ist, wer Callum oder ja, eigentlich nur Callum umbringen möchte. Und die Auflösung, sage ich jetzt natürlich nicht, ist auch sehr überraschend, finde ich. Hätte ich nicht gedacht. Ja, also das Manuskript habe ich von der Lesejury bekommen. Das ist so eine Seite von verschiedenen Verlegen. Das hier ist ja, wie gesagt, von dem One Verlag, beziehungsweise Bastelippe. Und da kann man sich dann bewerben und, also für Leserunden bewerben und wird vielleicht genommen oder auch nicht und bekommen dann so ein Manuskript zugeschickt. Das habe ich ja schon in meinem Lesemonat gezeigt. Finde ich sehr cool. Mal was Neues, dass ich dann sowas habe. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich es hinräumen soll. Aber egal, also darum geht es ja jetzt nicht. Was ich vielleicht ein bisschen nervig finde, aber das fand ich, glaube ich, im letzten Band auch schon, dass Callum so ja, negativ von sich spricht und im gleichen Zug aber auch so, ja, dass er eben an allem schuld ist und überhaupt, dass er irgendwie ist da ein bisschen komisch. Und jetzt auch noch so Liebesprobleme, weiß nicht. Also, ja, das ist halt so,
Gehört, glaube ich, irgendwie zu einem Jugendbuch dazu, warum auch immer. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich halt ein bisschen schief. Naja. Ja, ich belasse das mal so. Es soll hier nur ein kurzer Bericht sein. Und ich mache das ja normalerweise nicht so wegen dem, also in einer Reihe nochmal rezensieren, sondern erst am Schluss. Aber da das Buch ja gerade geschrieben wird, ist das, glaube ich, was anderes, würde ich sagen. Da kommen ja noch, ich glaube, 8 Bände sogar raus. Also insgesamt nicht noch. 6 oder 8, so in dem Dreh waren das. Und die beiden sind ja immer am Schreiben. Also es ist ganz neu, auch in Amerika. England, ich weiß nicht, wo die wohnen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Cover geändert wurde. Im ersten Band konnte man das ja noch rumdrehen und dann hatte man das gleiche, nur eben andersrum. Also, ja. Hier meine ich. Hat man das ja noch. So, dass man hier so rum Magisterium und die Autoren und andersrum eben auch nochmal Magisterium und den Titel des Bandes. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt geändert wurde. Weil hier ist alles gerade. Und auch die Schriftart hier ist geändert. Also man kann es nicht mehr rumdrehen. Finde ich ein bisschen schade. War aber auch im zweiten Band schon so. Ja, aber man kann nichts dran ändern. Obwohl ich es halt, wie gesagt, schöner gefunden hätte, wenn es gleich geblieben wäre, dass man das dann immer drehen kann und so. Und ja, keine Ahnung. Ich freue mich schon, wenn ich morgen dann das richtige Buch in der Hand halte. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Eure Anna.